Willkommen hier zu diesem neuen Video. Heute geht es mal wieder um den Polestar und ihr könnt sehen, wir sind nicht in Leipzig unterwegs, sondern in Österreich, weil wir einfach mal hier ein bisschen shooten wollten mit nicerer Kulisse. Wir sind natürlich auch alle negativ auf Corona getestet, von daher alles safe. Und der Plan für heute ist, Fotos vom Polestar zu machen. Ich habe mega Bock, gerade mit den Bergen wird man da einiges Cooles hinbekommen. Das einzige Problem ist, der Polestar ist gerade noch echt extrem schmutzig, weil wir schon ein bisschen unterwegs waren. Ich meine, guckt euch das mal hier alleine an den Felgen an. Ja gut, habe ich gesagt, dass man beim Elektroauto hin und wieder auch mal die Bremse benutzen muss. Aber gut, das werden wir gleich alles sauber machen. Ich muss auch meine Hände gleich mal waschen. Aber nachdem wir die Autos sauber gemacht haben, werden wir ein paar coole Locations suchen. Ich werde euch zeigen, worauf ich bei den Fotos so achte, was für Equipment ich benutze und vor allem auch, wie ich die Bilder dann letztendlich nachbearbeite. Von daher, ein paar kleine Tricks werdet ihr hier in diesem Video auch noch kennenlernen und ihr seid mit dabei. Also los geht's. Wir haben eine Waschbox gefunden, wo wir jetzt die Autos mal clean machen können. Das sind 23 Minuten Fahrzeit und wir kommen angeblich mit 93% Akku an. Ich glaube allerdings nicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass das nichts wird. Jakob, zeig doch einfach mal die Route. Ja, also die Kurven, ja gut. Wir können ja mal gucken, inwieweit, ich sage mal, wo die Grenzen vom Auto liegen. Oh! Oh, Alter, der zieht sich wie so ein ICE aus der Kurve raus. Falls sich jemand gefragt hat, warum die Felgen so schmutzig waren. Ja, gut. Wir suchen jetzt die Waschstraße und dann wird das Auto sauber gemacht. Dann geht's erstmal weiter. Weil ich sag mal, das war ja nicht unsere einzige Mission heute, oder? Nee. Gleich noch ein paar Fotos machen, aber halt mal einen sauberen Auto. Okay, das Auto ist sauber und abgetrocknet. Das sieht jetzt richtig clean aus. Und das Auto hat jetzt einen schönen Glanzeffekt noch drauf. Also es sieht mega nice aus und das bedeutet, wir fahren jetzt los, suchen eine geile Location und dann wird geshootet. So, ich habe, glaube ich, eine richtig, richtig geile Location gefunden. Hier im Nichts, im Hintergrund kann man die Berge sehen. Ich habe mich hier mal mit dem Auto an den Rand von der Straße gestellt. Hier ist zum Glück auch nicht ganz so viel Verkehr. Von daher behindere ich hier hoffentlich auch niemanden. Und ich werde jetzt mal hier ein paar nice Fotos vom Polestar machen. Und ihr könnt es schon sehen, im Hintergrund die Berge. Das ist richtig nice. Das Einzige, was gerade ein bisschen schade ist, es ist bewölkt. Von daher hat man nicht ganz so den geilen Himmel. Aber auch darum können wir uns später noch kümmern. Weil sowas kann man natürlich auch einfach mal abändern mit ein bisschen Bildbearbeitung. Aber das zeige ich euch dann noch. Jetzt geht es erstmal daran, das richtige Objektiv zu finden. Und dafür habe ich natürlich auch meinen Equipment-Koffer mitgenommen. Der ist zwar gerade ein bisschen unordentlich, aber wir haben hier zum einen ein 21mm Vintage-Objektiv. Das ist sehr geil. Dann ein 50mm Vintage-Objektiv. Das hat ebenfalls einen sehr geilen Look. Und dann als Allrounder das 24-70. Aber ich glaube, als erstes nehme ich mir tatsächlich das 50mm, weil ich glaube, wenn ich da auf ein bisschen Entfernung ein paar Fotos von dem Auto mache mit den Bergen im Hintergrund, wird es richtig geil. So, dann gucken wir mal, wo wir uns hier positionieren. Ich glaube aber, oh yes, das mit 50mm wird Killer. Ich glaube, ich habe jetzt auch ein paar coole Aufnahmen hier vom Auto gemacht an der Location. Allerdings werde ich jetzt auch nochmal das 21mm Vintage-Objektiv draufpacken. Damit habe ich einen besseren Weitwinkel und damit sieht einfach alles nochmal ein bisschen anders aus. Und das möchte ich an der Location auf jeden Fall auch noch ausprobieren. So, die Sonne kommt raus. Ich bin hier an der Location fertig, von daher Koffer erstmal zu. Equipment ist wieder verstaut. Ich bin jetzt hier an der Location erstmal fertig und werde jetzt gleich mal ein bisschen weiterfahren und noch eine andere Kulisse raussuchen. Vielleicht finde ich ja so eine Bergstraße, wo man so eine Kurve fährt und da ein paar Fotos macht. Sowas sollte es hier auf jeden Fall geben, weil ich meine, Berge haben wir hier in Österreich wirklich genug. Ich wollte euch jetzt aber einmal ein bisschen erzählen, wie ich meine Kamera eingestellt habe, um Bilder zu machen. Dafür stelle ich die Kamera einfach mal hier aufs Glasdach. Und danke an das Auto, was vorbeigefahren ist.
Ich nehme natürlich in RAW auf, damit kann ich die Bilder im Nachhinein einfach noch bestmöglich nachbearbeiten, ohne dass irgendwas kaputt geht an Bilddateien. Und da kommt das nächste Auto. Also, was ich sagen wollte, ich nehme meine Fotos in RAW auf, da kann ich bei der Nachbearbeitung noch alles einstellen und so viel an den Farben rumdrehen, wie ich möchte, ohne dass irgendwas kaputt geht. Und ansonsten nehme ich weitestgehend manuell auf, also fokussiere natürlich manuell, weil das mit den Vintage-Objektiven nicht anders geht. Die Blende habe ich so weit offen, wie es geht, und dann nur die Verschlusszeit, die wird dann automatisch eingestellt, weil am Ende kommt es ja darauf an, dass das Bild richtig belichtet ist und ob ich das jetzt wirklich manuell einstelle oder sich die Verschlusszeit nach der Blende richtet, um alles gut zu belichten, das ist am Ende dann egal. Und ich meine, wir haben genug Licht, von daher ist der Shutter auch nicht das Problem. Aber damit genug, wir fahren zur nächsten Location. Ich würde mal sagen, wir haben die nächste Location gefunden und Jonah wird jetzt ein paar nice Bilder machen. War nicht so schwer, die Location zu finden. Nee. Wir sind hier ein bisschen rumgefahren und dann dachten wir uns so, ah! Die Kurve ist nice. So, wir müssen jetzt nur mal gucken, wie wir das machen. Ich denke mal, ich werde einfach von oben einmal hier lang ballern, dann von unten hier hoch und dann sollte er ja safe was bei sein. Ja, gerade wegen der Flucht, ja, wenn man ja sich mal anguckt, weil die Straße verläuft ja jetzt hier so richtig so. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ich glaube, wenn du dich einfach hier mal im nassen Objektiv hinstellst, paar Serienbilder machst, ne? Also ein Verdauerfeuer, dann ist da was bei. Alles klar, machen wir so. So, wir befinden uns jetzt hier am Computer, wo ich die Bilder schon mal importiert habe. Ich glaube, es sind echt ein paar sehr coole dabei. Und ich werde jetzt einfach mal so meine Favorites hier in Lumina AI reinziehen. Und dann können die Bilder hier bearbeitet werden. Und das Coole an Lumina AI ist, dass man zum einen natürlich die Bilder ganz einfach selbst bearbeiten kann. Beziehungsweise ganz einfach, man braucht halt ein bisschen Übung, um da einen coolen Look hinzubekommen. Aber man kann auch ziemlich viele Vorlagen benutzen und die werden dann über die AI einfach auf die Bilder angewandt und dann kriegt man damit schon ziemlich coole Sachen hin. Ich werde das Ganze jetzt mal ausprobieren. Außerdem kann man noch so Sachen machen wie den Himmel einfach austauschen, ebenfalls über die AI. Und genau das möchte ich euch heute einfach mal zeigen. Und als erstes habe ich jetzt hier die Bilder mit der Vorlage sozusagen und kann dann hier mal gucken, was gut aussehen würde und welchen Look man nehmen könnte. Und ich glaube, das sieht erstmal ganz cool aus. Von da aus können wir dann noch weitergehen auf Bearbeiten und jetzt kann man hier alles Mögliche machen. Das heißt, ich werde erstmal die Belichtung noch so weit anpassen, dass eben nicht so viele Stellen überbelichtet sind. Bisschen die Schatten noch runter, dass man einen stärkeren Kontrast hat. Und für meinen Geschmack ist hier noch ein bisschen viel Grün im Bild. Das heißt, ich ziehe das Ganze mal mehr Richtung Magenta. Und die Sättigung, die ist mir noch zu doll. So, das sieht sehr geil aus. Jetzt würde ich sagen, können noch die Weißtöne... die Weißtöne, die können so bleiben, aber die Schwarztöne, die können noch weiter runter. Und jetzt hat man schon mal einen richtig nicen Look. Gut, und hier haben wir das nächste Bild. Da würde ich sagen, gucken wir auch erstmal, was die Vorlagen so hergeben. Es gibt hier ganz viele verschiedene Kategorien. Ich werde mal gucken, ob sowas cool aussieht. Ich glaube aber, das ist zu abgefahren. Da brauchen wir mehr bedeckt. Das klingt doch gut. Ein dynamisches Ergebnis, ja. Der Look. Der sieht gut aus. Ein klarer Himmel, wobei ich auch noch sagen würde, den Himmel, den werden wir gleich auch mal noch abändern. Ich mache hier aber noch ein bisschen mehr Kontrast rein, ziehe ein bisschen die Lichter runter und für meinen Geschmack ist das Bild noch ein bisschen zu warm. Das heißt, wir gehen mehr ins Kühle und nehmen noch ein bisschen die Sättigung raus. Und noch ein bisschen mehr Kontrast, dann ist es sehr nice. Okay, das Ganze bewegt sich doch schon mal in die richtige Richtung. Mal gucken, ein bisschen mehr einen dramatischen Look. Okay, das ist viel zu viel. Aber so ein kleines bisschen, das sieht gut aus. Dann können wir auch noch beim Himmel gucken. Der Himmel, der sieht jetzt hier in dem Fall, weil das Wetter eben nicht so viel hergegeben hat, nicht so krass aus, aber gar kein Problem. Wir können hier einfach einen anderen Himmel reinpacken und der wird dann über die AI abgeändert, passt dann eben die Belichtung auf das gesamte Bild an. Theoretisch könnte man auch so einen richtig krassen Himmel machen, aber das ist nicht ganz der Style, den ich haben will. Ich will eher einfach einen schönen bläulichen Himmel. Der Himmel sieht auch gut aus, den werde ich jetzt aber mal
noch ein bisschen anders belichten, beziehungsweise das ganze Bild mehr drauf anpassen. Jetzt sieht es schon deutlich realistischer aus und wir haben einfach mal einen neuen Himmel. Und wenn ich hier den Regler an- und ausmache, sieht man schon den Unterschied. Und ich finde, das Bild kommt hier nochmal deutlich mehr zur Geltung. Gerade mit der Farbe vom Auto sieht das sehr nice aus. Für meinen Geschmack sieht das Bild jetzt aber gerade noch ein bisschen zu steril aus. Deswegen werde ich hier noch eine Filmkörnung hinzufügen. Das ist sozusagen so ein bisschen, dass das Bild rauscht, was man auch so von älteren Fotos und so kennt. Der Look ist eigentlich immer ganz cool. Wenn man davon ein bisschen mit drin hat, dann sieht das allgemein sehr cool aus. Und noch ein bisschen Mattheit kann man dem Bild hinzufügen. Ja, dann sieht es gleich mehr aus wie ein Kunstobjekt. Und vielleicht die Farbdynamik noch ein bisschen rausnehmen. Das sieht nice aus. Das gefällt mir. Gut, für dieses Foto brauchen wir auf jeden Fall auch noch einen nicen Look, der dementsprechend auch passt. Ich würde auch sagen, hier werden wir den Himmel ebenfalls wieder anpassen, damit er ein bisschen spektakulärer aussieht. Das Doofe war halt einfach, dass jetzt, wo ich die Fotos gemacht habe, eben ziemlich bewölkt war und dementsprechend der Himmel einfach nicht ganz so spektakulär aussah. Aber das kriegen wir gefixt. Die Vorlage könnte auch sehr cool aussehen. Ich würde aber an der Belichtung ebenfalls noch mal ein bisschen mehr was anpassen, damit man einfach auch mehr vom eigentlichen Auto sieht und die Farbe vom Auto auch besser rauskommt. Dann würde ich ebenfalls wieder eine Filmkörnung hinzufügen. Nicht ganz so viel, aber so ein kleines bisschen. Und den Himmel, den dürfen wir nicht vergessen. Okay, das sieht sehr geil aus, wie die Sonnenstrahlen so vom Himmel nochmal nach unten scheinen. Wenn wir das Ganze jetzt noch mehr auf das eigentliche Bild mitbelichten, dann kommt es auch noch realistischer rüber. Und mir gefällt es extrem gut. Es gibt auch noch die Möglichkeit, die Objektivverzeichnung zu verändern. Das heißt, man kann hier entweder das Ganze mehr zu sich ranziehen, das Foto, oder man geht mehr in diesen Weitwinkel-Look. Was ich eigentlich immer sehr gerne mag, weil jetzt kommt das Foto so rüber, als ob es mit einem weitwinkligeren Objektiv aufgenommen wurde, obwohl ich hier ja das 50mm verwendet habe. Und die Vignette kann man noch ein bisschen entfernen, so vielleicht. Und ja, die Bildmitte muss eigentlich nicht weiter aufgehellt werden. Das sieht so gut aus. Allgemein kann man das Bild jetzt aber auch noch dramatischer machen, was ich mir hier sehr gut vorstellen kann. Wenn man einfach hier den Regler bei dramatisch ein bisschen höher zieht, nicht zu stark, weil dann wirkt es schnell wie so ein einfacher, schneller Effekt auf Instagram oder so. Und wenn man dann auch bei der Stimmung zum Beispiel den Haze ein bisschen stärker zieht, dann sieht das so aus, als ob man so ein bisschen in einer nebligen Umgebung ist. Ja, ganzer Nebel sieht nicht ganz so cool aus. Ich glaube, das Haze schon die richtige Wahl. Genau, dann kann man hier ein bisschen an den Reglern rumdrehen und ganz ehrlich, das sieht richtig cool aus. Vorher, nachher. Das ist krass, also ein komplett anderer Himmel, allgemein einen eigenen Bildlook. Das Ganze sieht jetzt viel dramatischer als vorher aus. Und das Krasse ist halt, dass wo ich das Foto aufgenommen habe, eben dadurch, dass so bedeckter Himmel war, hatte man jetzt nicht wirklich so ein charakterstarkes Licht und alles wirkte so ein bisschen flacher. Und das ist jetzt hier mit der Nachbearbeitung ganz schnell weggekommen. Das heißt, einfach eine Vorlage ausgewählt, die nochmal ein bisschen farblich angepasst, eine Filmkörnung drauf und so. Und schon hat man mit ein paar Klicks super easy das meiste aus dem Bild rausgeholt, weil man eben mit RAW aufgenommen hat, aber muss sich nicht so krass damit auskennen. Ich werde die ganzen Bilder, die ich aus Österreich hier mit Lumina AI bearbeitet habe, natürlich auch auf Instagram für euch hochladen. Das heißt, wenn ihr wollt, könnt ihr euch die da nochmal in Ruhe angucken. Und ansonsten findet ihr unten in der Videobeschreibung einen Link, über den ihr eine 7-tägige kostenlose Testversion runterladen könnt. Da könnt ihr das Programm selber einmal komplett ausprobieren. Und das Coole ist, es gibt kein Abo-Modell, sondern ihr bezahlt einmalig für dieses Programm. Und dann könnt ihr es so lange benutzen, wie ihr wollt. Und über den Link unten in der Videobeschreibung bekommt ihr auch nochmal 10 Euro Rabatt auf den Kauf von Lumina AI. Von daher, wenn euch das Ganze interessiert, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Und ich bedanke mich bei Lumina AI nochmal recht herzlich für die Unterstützung von diesem Video und hoffe natürlich auch, dass ihr beim nächsten Video wieder vorbeischaut. Also bis dahin, ciao!